Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Ralf Krauter. Stellen Sie sich vor, ein fieses Virus oder ein Atomkrieg hätte 99,999% aller Menschen dahingerafft. Und Sie sind einer der wenigen, die das Desaster irgendwie überlebt haben. Ob Sie sich dann wirklich glücklich schätzen dürfen, das wird entscheidend davon abhängen, was Sie und die anderen Überlebenden so auf dem Kasten haben. Denn wenn da nicht eine kritische Masse an Expertise zusammenkommt, dann laufen Sie Gefahr, zivilisatorisch ganz schnell in die Steinzeit zurückzufallen und auf all die Dinge verzichten zu müssen, die unser Leben heute so angenehm machen. Trinkwasser aus dem Hahn, wann immer wir es wollen. Regale voller Lebensmittel in den Supermärkten. Funktionskleidung, die uns hilft, Wind und Wetter zu trotzen. Autos, Flugzeuge, Mobiltelefone. All sowas wird es in einer postapokalyptischen Welt ganz schnell nicht mehr geben. Es sei denn, Sie haben dieses Buch hier gelesen. Denn das Handbuch für den Neustart der Welt erklärt alles, was man wissen muss, wenn gar nichts mehr geht, und ist damit der perfekte Ratgeber für Überlebenskünstler und alle, die es werden wollen. Ganz nebenbei aber auch perfekte Lektüre für alle Was ist Was-Fans, Fans von Yps mit Gimmick und MacGyver. Ein Mann namens Lewis Dartnell, der ist Astrobiologe und arbeitet für die britische Raumfahrtagentur, ist in Großbritannien auch schon länger bekannt in Funk und Fernsehen als Erklärer von Wissenschaftsthemen. Er hat auch schon ein paar Sachbücher geschrieben, aber dieses hier ist das erste von ihm, das ins Deutsche übersetzt worden ist. Das Original ist übrigens auch in diesem Jahr erschienen unter dem Titel The Knowledge, How to Rebuild Our World from Scratch. Und die Rezensenten der Times, die schrieben seinerzeit ganz passend: Sollte die Welt nicht untergehen, ist dieses Buch eine großartige Lektüre. Und wenn doch, wird es die heilige Schrift der neuen Welt sein. Das ist ein Urteil, dem ich mich eigentlich nur anschließen kann. Das ist so oder so ein tolles Buch. Allerdings sind Sie natürlich klar im Vorteil, wenn Sie es gelesen haben, bevor die Welt untergeht. Weil dieses Buch eine Fülle an Fakten und Fertigkeiten vermittelt, die man dann dringend brauchen wird, um schnell wieder auf die Beine zu kommen. Wie gewinnt man sauberes Trinkwasser, nachdem die Wasserversorgung zusammengebrochen ist? Welche Gerätschaften braucht man, um Felder zu bewirtschaften? Und woher bekommt man die Samen und den Dünger dafür? Wie stellt man eigentlich Seife her, die wichtig ist, um Infektionskrankheiten vorzubeugen? Wie produziert man Zement und Mörtel, die man braucht, um stabile Häuser zu bauen? Lewis Dartnell ist überzeugt, die meisten Menschen heutzutage haben von all diesen Dingen keine Ahnung. Wir wissen das alles nicht, weil wir uns viel zu selten dafür interessieren, was eigentlich die technischen und wissenschaftlichen Grundlagen unseres Wohlstandes sind. Und um Abhilfe zu schaffen, erklärt dieses Handbuch für den Neustart der Welt eben alles, was man wissen muss, um als Zivilisation dann sozusagen schnell wieder aufsteigen zu können wie Phönix aus der Asche. Man lernt hier zum Beispiel, wie man mit simplen Zutaten einen einfachen Wasserfilter bauen kann. Man lernt, wie man Seife produziert, man lernt, wie man Papier herstellt, Batterien, aber auch Holzkohle. Holzkohle, das ist der Brennstoff, der einst die Industrialisierung befeuert hat. Die braucht man, um Ziegel zu brennen, Glas herzustellen, Metalle zu veredeln und Stahl zu produzieren. Und deshalb wäre eine postapokalyptische Gesellschaft sehr gut beraten, die Geheimnisse des Köhlerhandwerks sehr schnell wieder für sich zu entdecken. Und für den Start schildert Lewis Dartnell, wie man zum Beispiel schon recht weit kommen kann in Sachen Holzkohleproduktion, indem man einfach eine flache Grube aushebt und ein großes Stück Wellblech drüber legt. Ein ganz anderer wichtiger Rohstoff für die Wiederauferstehung der Zivilisation ist Kalk. Denn Kalk, der kann ja im Ofen gebrannt werden, und wenn er dann gelöscht wird, bildet er einen ganz wichtigen Rohstoff, der zentral ist, um eine Reihe zivilisatorischer Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das reicht von der Abwasserbehandlung bis zur Zementproduktion. Und so steht in diesem Buch zum Beispiel auch, wie man mit einem einfachen Schachtofen Kalk brennen kann und wie man dann mit Hilfe einer alten Badewanne, die man vielleicht irgendwo noch aufgetrieben hat, diesen Kalk löschen kann, um diesen interessanten Rohstoff für sich zu gewinnen. Das Buch steckt voll solcher praktischer Tipps. Es beschreibt eine Reihe von Low-Tech-Lösungen, die einem helfen, sich selbst zu helfen in allen Lebenslagen. Mich hat das Ganze ein bisschen erinnert an MacGyver, den US-Serienhelden, der ja auch ständig improvisieren muss. Ich bin mir sicher, der hätte dieses Buch mit Vergnügen gelesen, denn darin gibt es jede Menge hilfreicher Tipps, wie man aus einfachsten Mitteln komplizierte und interessante Dinge basteln kann.
Eine ganze Menge. Denn dieses Buch sagt nicht nur, wie etwas geht, sondern es erklärt auch, warum es so funktioniert. Im Prinzip liefert Louis Dartle eine sehr kompakte Zusammenfassung von 2000 Jahre Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und deswegen ist das Buch für alle, die sich für die Fundamente unseres Wohlstandes interessieren, ein regelrechter Augenöffner. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man aus Mehlresten relativ einfach eine Kultur von Hefezellen züchten kann, die dann wiederum sehr hilfreich ist, um vernünftiges Brot zu backen, aber auch um Ethanol und Essigsäure herzustellen, also potenzielle Grundstoffe für eine chemische Industrie. Ebenfalls spannend für mich war die wichtige Rolle der Glasproduktion für den Aufschwung der Wissenschaft. Ganz viele wissenschaftliche Messinstrumente, Thermometer, Barometer, Linsen, Ferngläser, Instrumente, die Wissenschaftlern die Augen geöffnet haben für unsere Welt, die konnte man erst herstellen, nachdem man die Technik der Glasproduktion verfeinert und perfektioniert hatte. Auch das also ein Handwerk, auf das sich eine postapokalyptische Gesellschaft sehr schnell wieder besinnen sollte, denn das wird von zentraler Bedeutung sein, um sehr schnell wieder auf den Zug in Richtung Fortschritt aufspringen zu können. Definitiv alle, die sich für die Fundamente unseres Wohlstandes interessieren, aber auch all jene, die sich vorbereiten wollen auf den Ernstfall. Denn ansonsten könnte es ihnen ergehen wie einem der Helden meiner Jugend, Arthur Dent, der Protagonist des Romans Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Dieser Arthur Dent gerät im Verlauf der Handlung in die blöde Situation, dass er auf einem Planeten strandet, der sich als prähistorische Erde entpuppt. Und die Frühmenschen, die damals in der irdischen Steinzeit leben und ihn freundlich aufnehmen, die sind technologisch noch nicht besonders weit entwickelt. Arthur Dent würde ihnen gerne auf die Sprünge helfen, würde ihnen gerne erklären, wie man einen Verbrennungsmotor baut oder einen Radiosender zusammensteckt, wie man eine Windmühle konstruiert oder eine Dreschmaschine. Aber er muss feststellen, ihm fehlt das Wissen. Er weiß nicht, wie all diese Dinge funktionieren, wie man sie zusammenbaut. Das Einzige, was Arthur Dent wirklich zu Wege bringt mit den damals verfügbaren Zutaten ist, er kann Sandwiches machen. Das ist schon was und er kommt zu einer gewissen Beliebtheit unter diesen Frühmenschen, aber leider bringt ihn dieses Sandwich-Machen kein Stück seinem eigentlichen Ziel näher. Er würde gern ein Raumschiff bauen, um diesen Planeten so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Weil ihm das nicht gelingt, weil ihm das Wissen fehlt, sitzt er dann ziemlich lange fest und muss viele, viele Jahre warten, bis jemand vorbeikommt und ihn abholt. Und wer weiß, wenn Arthur Dent seinerzeit nicht nur das Handtuch und den Hitchhiker's Guide to the Galaxy im Gepäck gehabt hätte, sondern auch das Handbuch für den Neustart der Welt, dann wäre ihm ziemlich sicher vieles erspart geblieben. Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Ralf Krauter.